von links nach rechts in den grünen Trikots und der VfB von rechts nach links in den weißen Trikots. Und da ist das 1:0 für die Gäste aus Homburg. Ganz stark gespielt, rechts über Philipp Hoffmann, der im Zentrum, ich meine, das war Eisele, der hier zum 1:0 trifft. Gucken wir gleich nochmal drauf. Stark gespielt. Vielleicht kommt er zum Abschluss, sucht den Abschluss, findet ihn und schießt das 1:1. Abgefälscht. Da geht der Ball ins linke Eck. Sehr cooler Ball. Sah von hier aus erstmal aus, als würde der drüber gehen. Mit der Nummer 10. Raul Paula mit dem Ausgleichstreffer. Habe ich schon vorhin angesprochen. Raul Paula, einer der wichtigsten Spieler hier in der Offensive für den VfB. Hier sehen wir nochmal den Treffer. Abgefälscht. Fliegt er natürlich sehr ungünstig für den Torwart, der hier gar nichts mehr machen kann. Und da ist das Tor für die Gäste. Nach der Standardsituation durch den Eckball. Mit der Nummer 23. Fabian Eisele. Der sich diese Situation natürlich nicht nimmt. Das haben wir auch schon im Spiel gesehen. Viele lange Bälle der Homburger nach vorne. Sie suchen immer wieder Fabian Eisele, der den Luftzweikampf gewinnt. Und auch hier den Luftzweikampf gewinnt mit Chase. Früher an den Ball kommt. Und natürlich top platziert. Keine Chance für den Torwart. Jetzt mal zurück auf Simica. Und es gab den Platzverweis. Es gab den Platzverweis für die Nummer 15 von VfB Stuttgart, Simica. Fragen, ob hier irgendwie getreten wurde, ob es ein Gefecht, lautstarkes Wortgefecht gab. Und die Riesenchance, und da ist das 3:1 im Nachsetzen. Nach dem dritten Versuch das 3:1 für die Gäste. Zuvor erstmal stark gehalten von Dominik Drabant auf der Linie. Aber da ist David Hummel und trifft zum 3:1 für die Gäste. Schock für den VfB, Platzverweis und ein paar Sekunden später direkt der nächste Treffer für die Gäste. Hier sehen wir jetzt nochmal die Wiederholung. Ja, jetzt mit der Nummer 9 und da ist es. Das ist das 4:1 durch den neuen Mann. Phil Harris, seit ein paar Minuten erst auf dem Platz. Kommt hier natürlich frei zum Torabschluss. Zuvor ein nicht gelungener Torabschluss, der dann eben glücklich zu ihm rüber kommt. Hier sehen wir jetzt nochmal die Wiederholung. Ja, da hat er natürlich Glück, dass er bald zu ihm kommt. Relativ viel Platz, viel Zeit. Und haut den unter die Latte. Keine Chance für den Torwart. Steht es 4:1 mit der Nummer 11. Markus Mendler passt rüber auf die Nummer 9. Haben sie gut ausgespielt. Doppelpack für Phil Harris, sein zweiter Treffer direkt. Da haben sich die Stuttgarter wieder verschätzt. Und diesmal nutzt Markus Mendler diese Situation. Hatte er schon mal in der ersten Hälfte. Die 1:1 Situation. Hier sehen wir jetzt nochmal den langen Ball. Hier mit der Nummer 9. Mit dem Übersteiger setzt sich ganz stark durch. Tanzt hier den Chase aus mit dem Übersteiger, kommt links vorbei. Und dann der Abschluss mit links ins lange Eck. Der Dreierpack erneut, die Nummer 9, Phil Harris. Zum 6:1. Für die Gäste. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Mit dem Übersteiger tanzt hier Chase aus. Über rechts Markus Mendler, der heute auch ein ganz starkes Spiel macht. An vielen Treffern direkt beteiligt. Und da ist das 7:1
Der nächste Assist für Markus Mendler und das erste Tor heute für die Nummer 18, Dominik Schmidt. Jetzt gehen die Stuttgarter nochmal in den letzten Minuten unter. 7:1 für die Gäste. Ach, Mendler nicht mit dem Assist, pardon. Schnell ausgeführt, kurz ausgeführt. Stark gespielt. Und da ist das 8:1, ganz stark ausgespielt, der Homburger. Und da findet er die Nummer 9 zum Viererpack, Phil Harris. Das ist mal ein Edeljoker, würde ich sagen. 4 Tore. Hier sehen wir nochmal den Treffer, ganz starker Pass von Mendler. Findet hier Weihrauch, der mit seinem nächsten Assist sieht den freien Mann. Der muss nur noch seinen Fuß hinhalten und einschieben. Kann man immer besser ins Spiel rein. Haben das Spielgeschehen übernommen. Jetzt pfeift der Schiedsrichter auch ab. 8:1, der Endstand.